Was? Wir scheinen an einer kleinen Verbrechenswelle zu leiden, mein Herr. Einige Waren wurden aus dem Vorratslager gestohlen. Ach, das stört mich nicht wirklich. So, wie sieht's aus? Wir können noch eine zweite... Ich würde lieber erst meine Weinreben bewohren, wenn wir davon gar nichts haben. Aber da kommt schon die nächste, das heißt, wir können die Weinreben bewohren. So, hierhin. Die Menschen hegen warme Gefühle was? Für euch. Ach, das soll's nicht? Willst du mich verarschen? Der kam doch gerade so viele Leute an. Hallo, Leute! Wenn ich jetzt runtergehe. Was? Das war so klar? So, ich guck mal ganz kurz. Das scheint dir absolut nicht passen zu wollen. Die oh, oh. Pest hat uns erreicht, oh, mein oh. Herr! Wir sind alle verdammt! Die Pest hat uns erreicht! Dann packen wir das einfach mal hier hin. Und dann packen wir die nächste Honigmacherei dann hier hoch und legen erstmal drauf an, den Honig zu bekommen. Also genug. Dann können wir den Honig nämlich ganz schnell dann am Ende vernichten. Obwohl, ich würde eher sagen, wir legen es darauf an, dass wir ganz schnell die Kleider bekommen. Das ist, glaube ich, sogar noch intelligenter. Denn die Kleider haben ja den längsten Weg und wir brauchen davon auch sehr viele. Ich muss halt nur aufpassen, dass das Lager mal ausreichend Kleider bietet. Ich kann noch mal ein bisschen was kaufen. So dass ich bei. Oh, okay, gut. Nicht genügend Gold. Gut, dann nicht sieht das ja erstmal ganz gut aus hier alles. Und wir. Was? Minus 2? Nicht schlimm, dann lasse ich ja die Steuern sein. Die Pest. Brottechnisch haben wir schon gewonnen, so wie es aussieht. Nichts Nahrungsmitteltechnisch, wir haben 700 und davon sind 200 Brot. Das passt, okay, gut. Sollte man mich auch drauf achten. Eine Kirsche hätten wir auch noch bauen können, aber nö, danke, brauche ich nicht. Und dann bauen wir mal einen. Ja, das gefällt mir noch. Warme Gefühle für euch, meine so, dann bauen wir einfach mal einen neuen. Davon. Und solange wir noch nicht genug haben, bauen wir einfach mal noch einen vierten Holzfäller. Da ihr seht schon, der Wald nimmt hier echt extrem ab. Hier, der ganze Wald hier ist schon weg. Der Regen ist nervig. Der ganze Wald hier ist schon weg. Hier fangen sie auch gerade an, alles wegzuholzen. Und der jetzt auch steht auch nur noch halb da hier. Da versuche ich die Zahl der Holzfäller stetig zu erhöhen oder dann halt jemanden mal einzuschläfen, wenn ich zu viele habe. Pardon, das tut mir leid, dass ich gerade ein wenig schnäuzel. So, wie sieht's hier aus? Wir brauchen Holz, wir brauchen Holz. Ja, wir brauchen Holz, da. Was haben wir die alle so? Die Stocks? Hä? Hat das nicht einen anderen Namen? Stock? Hieß das Stocks? Ich dachte, das... Ich weiß nicht, wie es hieß, aber... Okay. Was denn? Ich bin der gnädigste Herr ever, Leute. Ich bin der gnädigste Herr ever. Ihr kriegt alles von mir. Ihr müsst nur sagen, was ihr wollt. Aber rumheulen hilft niemandem was. Das bringt einfach nichts. Muss ich mal hier ein Machtwort aussprechen. Es ist einfach nicht zu ertragen, wie ihr hier ständig rumquengelt, ne? So, komm, wir machen fest hier mit 480 Ehre. Bop. Da haben wir schon ein 16. geschafft. Das hier aktualisiert mal wieder nicht ganz so schnell, aber ist ja bei Stronghold 3 normal. So. Du? Gott, ich liebe Schläft diese ihr? Burg. Hallo, sprich mit mir. Wer pfeift denn hier so?
Hallo? Ich finde euer da Buch steht ja was anderes. Halt dich ans Skript, verdammt. Ich werde sie eingehend erforschen. So, was steht hier? Ah, okay, wir haben jetzt den Wein. Jetzt müssen wir uns dafür sorgen, dass wir mehr Kleidung bekommen. Das gefällt mir, das gefällt die mir. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. So, machen wir dann noch ein. Brauchen wir noch irgendwas? Wir haben genug Nahrung eigentlich und genug dafür. Wir haben genug davon? Wie sieht es nahrungstechnisch aus? Wir machen jetzt keinen großen Fortschritt mehr. Ich könnte eventuell 84 haben wir. Ein 8er Gebäude bauen. Dann würden wir es wahrscheinlich erstmal knapp ins Minus geraten. Deswegen baue ich nochmal. Eins, zwei. Der Lord kann die Ruine jetzt nicht mehr wegmachen, weil er festhängt. So, da brauche ich mal 4 Stück hierher. Und mach hier mal Steuerverteilung. Komm hier, Steuerverteilung. Eine Sekunde. Ja, so will ich das sehen. 2, 1, 0. Jawohl. So, und dann gehen wir hier hoch auf 22. Okay, gut, das reicht auch. Gehen wir hier hoch auf 22 und dann gucken wir mal, wie viel Holz wir haben. Insgesamt jetzt. Was ist das? 30? 30. Okay. Und machen hier ein bisschen Kohle mit. Kann man hochgehen, juhu! Was das freut die Leute, dann geben wir mal ganz kurz Doppelte Ration. Oder sind wir ja bei 5 und kriegen Kohle ohne Ende. Ohne Ende. So, wie sieht's hier aus? Die arbeiten nicht schnell genug. Was mache ich? Warme Gefühle für euch, mein Herr. So will ich das sehen. Und 36, okay. Wo war denn die Strafen? Die Strafen waren hier. Ja, desto mehr Strafen man hat, umso schneller arbeiten die Leute halt. Das ist verdammt praktisch. So, wo? Ach ja, okay, gut. Feuer ist in der Burg ausgebrochen. Müsste eigentlich gleich hier irgendwo ein Brunnen sein, Brunnen, oder? Um das Inferno zu kontrollieren. Ja, da kommt er. Gebäude Juhu. Stehen in Flammen, my lord. Los, kleiner Mensch, rette die Welt, oh. Die Menschen sind sich Los, nicht kleiner sicher, Mensch. Was euch angeht, sei. Sehr schön. Wir können bauen, wir können bauen, wir können bauen. Bauen. 4 Häuser. Das heißt, das ist ganz okay, gut. Ja, was soll ich dazu jetzt auch groß sagen, ne? Wir sind jetzt hier, der Wald geht zur Neige, aber... Oh, der geht wirklich echt zur Neige. Oh, krass. Wir sind jetzt hier mit unseren Holzfällern und versuchen halt unser Bestes noch hier. Ich tue mal noch einen 5. herstellen, damit das einfach schneller geht. Und versuchen jetzt mal die Ehren zusammenzukratzen, die wir hier brauchen. Oh, guck mal hier, 800. Ich lasse das mal ein bisschen, da kann man nachher einen richtig großen Schwung machen. Und ich kann jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht viel machen. Ich würde es einfach so lassen, wie es gerade ist. Das sieht nämlich sehr gut aus. Und... Ihr habt ja recht viel verpasst. Gestern ist dann der Warbase noch dazu gestoßen und Marotra noch mit im Zimmer und dann haben sie mich von oben bis unten angekriegt. Ich habe einige, die haben auch mit wasserfesten Stift mich angemalt. Das war nicht so lustig. Während ich in der Aufnahme war, da kann ich ja schlecht was machen und war ich ganz lustig, aber leider, wie gesagt, ist mir die Aufnahme kaputt gegangen und ich wollte jetzt auch nicht mittendrin anfangen, da irgendwie rumzuschnippeln in der Aufnahme. Deswegen habe ich aber die ganze Folge nochmal von vorne aufgenommen und habe die andere Folge gelöscht.
ist ja bei Stronghold zum Glück möglich. Und was ich sagen wollte, ja, nee, das sag ich jetzt nicht, nee. Alle werden, was nach dieser Mission hier ist, die mit Stronghold 3 kennen, wissen's, der Rest, den verrate ich's mal noch nicht. Die sollen sich's zu Ende angucken und dann erkläre ich, was nach dieser Mission passiert. Zu meinem Bedauern, muss ich ehrlich gesagt sagen. Jetzt sind alle schon so, oh nein, zu seinem Bedauern, das kann nicht gut sein. So, warte mal, die verschwinden hier. Dann kann nämlich der da arbeiten. Und wie sieht's hier aus? 88. Das ist eine sehr seltsame Zahl, also sehr unschöne Zahl. So. Und kam ja auch GTA 5 raus, geht das auch ziemlich geil. Ein König, ich auch. Besuch, da muss ich wohl lauter aufregen, wenn ich mal die Steuern erheben. Oh, ich bin so aufgeregt. So, kommt hier, ich brauche noch ein bisschen Holz. Wie sieht's aus? Holz, Holz, Holz. Ja, Holz doch der Teufel. Schön, das. Oh, das funktioniert im Moment noch recht gut. Das hätte ich gleich am Anfang machen müssen. Beim letzten Mal hatte ich nämlich echt das Problem, da hatte ich dann 8 Holzfäller. Und der Wald hier war weg und die haben dann da drüben das Holz geholt. Das hat ewig gedauert. Und man hat ja auch keine Vorschnellfunktion oder so. Ich habe nur rausgefunden, wo war das? Hier hat man die Lagebesprechung drin, das wusste ich nämlich gar nicht. Also ich wusste, dass es bei den anderen Teilen das gab, aber ich habe es hier noch nicht gefunden gehabt wieder. Bei den anderen Teilen war es ja, wenn du aufs ESC gedrückt hast oder Tabulator oder so, dann kam das dann immer. Hier ist es hier eingearbeitet, Lagebesprechung. Hier kann man jetzt was angucken, hier kann man vergrößern und verkleinern. Hier ist der Chat. Wie aktiviere ich den Chat? Oh, ist auch cool. Moment, den Chat will ich aber nicht haben. Blup. So, können wir unsere Leute mal so beobachten ein bisschen. Und das scheint ja alles ganz gut voranzugehen. So. 72, der königliche Besuch ist immer noch da. Ich mach mal das hier wieder weg. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. So, Geld habe ich genug, das heißt, ich kaufe auf jeden Fall jetzt erstmal noch ordentlich davon, weil das werden wir später noch brauchen. ist ein ganz okay. Feuer ist in der Burg ausgebrochen. Wo ist denn das Feuer ausgebrochen? Das Feuer ist hier oben ausgebrochen. Da haben wir ein Gebäude. Sehr schön, sehr schön. So, dann baue ich mal noch eine Imkerei hier auf. Um das wertvolle Bienengut zu fördern. Was? Warum das denn? Ist doch nichts. Menschen, was wollt ihr? Die Burg. Undankbares Gesocks. So, wie sieht's hier aus? Komm, machen wir BAM! 1700! Und da sind wir bei 2,3! Wuhu! Können wir uns gleich richtig glücklich schätzen, haben wir gleich ziemlich viel geschafft hier. Eigentlich sind wir auch schon ein Drittel der Zeit um, ein Viertel der Zeit um, jetzt hab ich's. Das Brot sammelt sich perfekt. Da können wir dann später auch auf ein paar Mühlen verzichten und so. Das kann man alles wegbauen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Ich kann aber nochmal 90. Wie brauche ich noch 400? Wenn ich jetzt 90 gekauft habe, kann ich ja theoretisch gesehen einfach mal zwei wegmachen. Und kann dann eine Kleidungsindustrie noch herbauen. Dann habe ich 0 von 0, das passt ganz gut. Und ich kann ja immer noch Getreide nachkaufen dann. Na, wo ist es? Hier machen wir auf minus 10. Und dann können wir kaufen die ganze Zeit.
Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold. Das ist Wahnsinn. Unsere Kühe erkranken an einer seltsamen Krankheit, mein Lord. Okay. Das ist Wahnsinn. Ich finde eure Burg großartig. Die Kühe haben Wahnsinn. Ich werde sie eingehend erforschen. So, hier nochmal 640, sind wir schon bei 3000. Alter, ich meine, das geht hier ja voll ab, hä? Hier mit der Leiste haben wir... Also, das seht ihr ja gar nicht, wenn ich mit dem Finger drauf zeige. Die Leiste hat die Leiste jetzt schon eingeholt. Honig ist natürlich jetzt nicht so, aber das wird noch. Kleider ist auch noch nicht so, das wird aber alles noch. Und ansonsten... Blub. Fleisch kann man noch ein bisschen kaufen. Ja, ja, das ist nicht schlimm. Wir kriegen genug. Da, freut mich. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein. Ja, ich würde ja sagen, ich lasse es ja... Oh. Hasen pflanzen sich in einem alarmierenden das Tempo. Das Erdrabbit. Unsere Ernte ist das in Gefahr. Erdrabbit. Okay. Etheret Rabbit. Wie heißt du? Charles Zickerwolf. Kobe Brimmett. Schön, dass wir Hasen einen Namen bekommen von den Bewohnern. Rodby Chiselwalk.